mal nehmen, Freunde. Ganz kurz mal gucken. Wir haben 2000, können uns aber nichts mehr leisten. Das ist alles irgendwie, guck mal, wie teuer das alles ist. Das ist irgendwie echt. Gut, wir sind hier letztes Mal ziemlich erschrocken worden von so einem komischen. Wachsam bleiben, aufs PKE-Meter achten. Ja, Animatoren können sich in allem verstecken. Hey, Mr. Hässlich ist da um die Ecke gesaust. Auf jeden Fall rein, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber. Hey, Bluthund, wir sind hier oben rechts von dir! Starke Ausstrahlungen, aber keine direkte Quelle. Wir sind unserem Typen hier reingefolgt und er ist abgehauen. Ich stelle hier eine sehr starke Anomalie fest. Warum bin ich hier unten alleine? Oh, oh, da kommt etwas Großes! Oh! Oh, Büchermann. Also das ist mal ein gutes Beispiel für einen bidimensionalen Klasse 6. Okay, Freunde, verlangsamt den, verlangsamt den, verlangsamt den. Toll war, auf den Balkon zu gehen. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen wegrennen hier, sonst sind wir gleich Matsche. Mach es langsamer. Mach es langsamer, okay, mach es langsamer. Das ist doch der verlangsamte Strahl, ne? Okay, schon wieder ein Lüften. Der Verlierer Kraft. Immer weiter auseinanderreißen. Okay, pass mal auf, ich muss jetzt mal. Okay. Ich laufe. Wieso bin ich eigentlich hier unten alleine, Freunde? Könnt ihr mir das nur erzählen? Das ist doch scheiße. Das ist doch voll kacke. Oh. Energie geht von einem einzelnen Fokusobjekt aus. Okay. Renn. Fang ihn ein! Ja, fang ihn ein. Du bist der König, du bist da oben ganz alleine und ich soll ihn hier einfangen. Schubst das Ding weg! Ja, von wegen schubst es weg. Ich glaube hier, wenn geschubst wird, dann bin ich der. Aber ich glaube, ich will mal das Ding weg. Schnauze. Schubst das Ding weg. Okay. Das sind eine Menge Bücher. Mann, wie viel PK-Energie ist wohl nötig, um so eine Entität zu sammeln und zu animieren? Sehr viel. Sehr viel. Sehr viel wütende Energie. Ja. Mann, war das einfach. Ja, ihr wart da oben! Ich sehe hier ein paar große Energieflüsse. Ich glaube, das ist sie. Ja, sie ist es. Eleanor Twitty, die Bibliothekarin. Da ist sie. Wir treffen uns an der Treppenhaustür. Wo ist sie? Ich hab sie nicht gesehen. Da ist sie, nach unten! Wo ist sie? Sieh oben nach, ob das andere Phantom wieder da ist. Roger! Ach, da ist sie, die Dame aus dem ersten Film. Sie hat uns schon wieder gescht, diese Hexe. Na, es ist eine nette alte Dame. Das ist, hört auf, hier rumzuschmeißen mit den Büchern. Das sind bestimmt voll die teuren Kodizes. Das darfst du nicht einfach so durch die Gegend schmeißen. PKE-Meter raus und schön still sein. Da schwebt wow. Was. Eine voll stabilisierte Levitation. Ich glaube, wir sind ganz nah an was dran. Wow. Ray. Hast du etwas? Ich habe etwas. Genau hier. Kadett, sieh mal nach. Ah! Oh. Scan. Oh, sie scht uns weiter. Das ist sie, die graue Dame. Der erste Geist, den wir je gejagt haben. Ja? Mann, ich wünschte, Venkman wäre hier. Das traue ich Venkman nicht zu. Ruhig jetzt. Sie ist sehr nervös. Ich sehe nichts und geh mal weiter da. Verdammt, es ist weg. Hier ist alles los. Abschweben. Wir schneiden ihr den Weg ab. Ja. Die Werte sind weit über dem Maximum. Jetzt muss ich neue Skalen machen. Skalen? Warte mal. Schleim. Gut, also sagen versuchen wir mal. Ein Signal aufzufangen. Die
Die Artefakte, die kann man nur ganz gut erkennen, weil dann leuchtet das PKE-Meter blau. Dann weiß man, okay. Wow, hört mal zu. Die Werte hier sind wie bei einem psychischen Dampfkochtopf. Bereitet eure Werfer vor. Alle dicht zusammenbleiben. Entschuldigung. Was war das? Ich weiß es nicht. So, Freunde. Ich meine, ich mag ja Bibliotheken, aber... Hier lang, schnell! Wie schnell? Die machen mir alles dicht! Ich komme nirgendwo mehr hin. Komme ich hier durch? Nein, komme ich nicht durch mit meinem Pack. Ach, hier. Okay, so viel zu zusammenbleiben. Neuer Plan, ausschwärmen! Sehr flexibler Ansatz, Ray. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen spuken zwei feindliche Geister herum. Zwei, von denen wir wissen. Da ist eine Falle. Hab ich die geworfen? Wahrscheinlich den falschen Knopf gedrückt. Ihr wisst ja, ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen... Da war was. Habt ihr das gesehen? Ihr habt das doch gesehen, Freunde. Ihr habt das doch gesehen. Jetzt hab ich's kapiert. Was? Oh nein, Kumpel, pass auf! Es kommt in deine Richtung! Scannen. Ich wollte es doch gerade gescannt haben. Oder haben wir das schon gescannt? Wir gehen nun weiter, Freunde. Da Schiss? Also ich habe keinen Schiss, bin ich ehrlich. Ich bin total... Temperaturabfall. Gleich gibt's ein Ereignis. Okay. Bereithalten. Okay. Leute, ich bin im Zeitschriftenarchiv und sehe mir eine Reihe alter Zeitungsausschnitte an. Oh. Alle handeln von einem Irren namens Edmund Hoover, auch als der Sammler bekannt. Red weiter. Die Geschichte dieses Typen solltet ihr kennen. Er sammelte seltene Bücher und verführte Eleanor Twitty, die hiesige leitende Bibliothekarin. Die graue Dame? Das vermute ich mal. Wieso komme ich hier nicht raus? Aber ich will hier wieder raus. Ich meine, stell dir mal vor, du bist hier gefangen für immer und ewig. Freunde, wenn ich jetzt hier verrecke, ist Feierabend. Da kann mich keiner retten. Exit finde ich gut. Unbekannte Entität, aber das ist wieder ein Artefakt, Freunde. Also da ist wieder ein Artefakt, das will ich haben. Messing-Leselampe, okay. 1500. So, und jetzt zu uns beiden hier. Er kam und schleimte mich voll. Na, es ist aus dem ersten Film. Na, das stimmt, Ray. Niemand würde, kein menschliches Wesen würde Bücher auf eine solche Art und Weise stapeln. Das war der erste, sagen wir mal, Kontakt mit der Bibliothekarin. Mrs., ich habe den Namen leider wieder vergessen. Ich. Hier sind die Mikrofilme. Ich möchte gerne einen Mikrofilm. Darf ich nicht. Okay. Standen die eben auch schon hier? Ihr gebt doch zu, die standen doch gerade nicht hier, oder? Oder? Okay, ich mach die jetzt alle kaputt. Oh, nein! Hab ich den schon gescannt? Ich glaube, ich habe den noch nicht gescannt, ne? Der haut aber immer durch die Wände ab und ich nicht. Das macht voll Spaß, die Dinger so umzuschmeißen. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Authorized Personals Only. Right, we are very authorized. Authorized. Notice. Authorized Persons Only. Notice. Drug-free Workplace. Okay, hier gibt's also keine Drogen. Ja, das ist... Menü. Beef Chicken? Was ist das? Der Salad? Okay, ich glaube, wir müssen uns erstmal... Das ist ja poppig. 1, 2, 3, 4. Ich muss den scannen, Freunde. Ich habe den noch nicht gescannt. Oh.
Okay, hier oben ist alles tot. Gut tot, meine ich. Alles cool bei euch? Wir melden uns dafür vielleicht nochmal bei dir. Okay, dann. Gehen wir erstmal hier. Das sieht aus, als würde... Okay, wir gehen dann doch wahrscheinlich besser andersrum. Ich muss den, glaube ich, scannen. Oder habe ich den schon gescannt? Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich bin... Die Bücher an, es greifen uns Bücher, wir werden von Büchern attackiert. Liebe Leute, das ist ja wohl. Ihr wisst, ich liebe Bücher, aber diese Bücher sind, glaube ich, nicht für uns. Ich bin doch in deinem Team. Ja, was soll ich denn machen, Mensch? Ich bin für den Leitfaden. Augen nach oben. Achte auf deins. Und wo ist der Klasse 5 Animator? Ich habe das Mistding hierher verfolgt. Da ist der große Fisch. Sieh, was er getan hat. Köpfer sie, meine neue Heimat. Gescannt habe ich ihn. Okay. Was macht ihr? Der schmeißt da irgendeinen Scheiß, oder? Moment. Wirf eine Falle, Tobi. Was? Eine Falle. Hier ist eine Falle. Ich hoffe, ich habe dir zugeschmissen, dass da was bleibt. Da! Okay. Hast du das gesehen? Ja. Mehr als ich erwartet hatte. Ja, jetzt erstmal. Warte, Moment, ich sehe nichts. Okay. Rein. Okay, also einen haben wir, aber es ist noch einer. Habe ich dich gescannt, Kollege? Habe ich dich gescannt? Okay, jetzt habe ich dich gescannt, okay? Der hat mich umgehauen. Hier, Ray, das ist. Okay, ich meine. Oh, fuck, falscher Knopf. Moment. Ich versuch's. Halt die fest! Okay, wo ist die Falle? Komm hier, schleudern. Ja, genau. Komm, schleudern. So, ja, so, hier. Wem hast du es besorgt? Ja, ich bin noch dabei, Kollege. Noch ist es nicht durch. Wir müssen das Ding noch rein. Okay. Alright. Gute Arbeit. Da war schon einiges nötig. Glückwunsch, Ray. Ich bin in der Nähe der Spezialsammlungen. Hier ist jemand, den du immer mal wieder treffen wolltest. Wir sind auf dem Weg. Okay, wir gehen Ray mal hinterher. Ja, solche Bibliothekshallen kenne ich auch noch gut. Schön auf die Zucker achten. Die machen einen fertig, wenn man nicht vorsichtig ist. Auch das war im ersten Teil des Films. Ja, auch das ist ein sehr, sehr damals hochgeschätzter Effekt, ne, wo die ganzen Karten da rausfliegen. Das ist schon... Irgendwas passiert? Ja, ich bin hier gerade schwer mit Karteikarten am Zerfilmen. Ja, schon wieder diese verkackten Bücher. Was sind das für Typen? Was? Okay, entlüften. Boah, wie viele? Okay. Vorsicht, Papierschnipsel! Ja, Papierschnipsel. Das sehe ich, dieses Papierschnipsel. Ja, dieses... Schnauze jetzt mal hier. Ich habe die klar gemacht, die Büße. Ne? Diese Bosonenpfeile sind echt geil, aber das Ding musst du sofort danach entlüften. Alter! Okay, ne? Seht ihr, die hauen die echt alle um. Ah, muss halt echt sofort entlüften. Okay. Ray, waren das alle Ray? Hey, Ray! Reed! Was? Have a blast! Adventure! Alright! Und jetzt? Ray? Was? Ray war schwupps einfach da. So, mal gucken. Okay, wie sind sie so? Was ist das? Ja, und nu? Gehen wir hier rein. Adler.
was? Atlases, Atlases. Ach, das sind Enzyklopädien, Atlases und Oversize. Also jetzt kommen wir zu den richtig dicken Dingern, liebe Leute. Aber will ich da rein? Ray, müssen wir hier rein? Ja, ich glaube schon, ne? Oh! Da rechts! Yeah! Nein. Gib's ihm! Ja. Gib's ihm hier. Du bist ja voll der Lustige. Sehr beeindruckend. Ja, diese Pfeile sind schon geil, diese, ne? Allerdings, auf, wir können was kaufen. Sprengen haben Besitz, 14.000, Bossum, Immunität, haben wir, was ist das? Na, dieses Blaue finde ich nicht so gut, da bin ich auch nicht so wirklich warm mit geworden. Scanverbesserung, ach, das haben wir schon, was ist das? Aufladeverbesserung, im Besitz. Verringert die Auflösung zwischen den Scans. Okay, kaufen wir auch. Wir müssen sowieso alles kaufen. Vertraut mir, Freunde. Wir müssen alles kaufen. Hey, Ray, pass mal auf, Ray. Weißt du, was wir jetzt machen, Kollege? Wir machen jetzt Pausenfolge, Folgenpause. Das ist, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Die Bibliothek kaufen wir uns dann in der nächsten Folge. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Ray, der Namenlos und ich sagen, ciao, ciao. Und es ist alles ganz schrecklich hier.